Ja, insgesamt eine Stunde später taucht Mendarion aus dem Busch geraschelt wieder auf. Ach, hey, hier seid ihr. Ich dachte, ihr wärt vielleicht weitergegangen, aber nein. Nein, wir lassen keinen Kamerad zurück. Die warten auf uns. Sie wundern sich, warum wir nicht weitergehen und warum ihr nicht weitergeht. Und sie wollen auf jeden Fall noch vor Wehrheim sein. Hinter Wehrheim? Ich bin nicht sicher, was genau er meinte. Damit, bevor es dunkel wird. Nun ja, und dann, sie denken, dass wir in Richtung der Wildermark gehen. Das ist da, wo wir herkommen, nicht wahr? Ja, Ja. Nun ja, und wahrscheinlich denken sie, wir wollen sie uns auf den selbst Kosten sagten gehen. was von Greifenfurt. So, ihr mir erklärt hat, ist das euer Wort für Salyard? Ich kenne beide Namen nicht. Sie haben auf jeden Fall eine Kiste. So wie eure. Also, ich hätte auf alle Fälle vor, dass wir über die am Mithraelsfeld vorbeifahren und dann bei Binsbökelsch. Da gibt es wohl, zumindest so wie ich gehört habe, wieder den Baron, der ist wieder da. Der hat eine Kettenfähre organisiert. Über die wollen wir rüber. Anders geht's zurzeit nicht. Das klingt doch gut. Und Sie wollten einen anderen Weg einschlagen? Ja, haben Sie gesagt. Richtung Salyard. Also verstehe ich zwar nicht ganz, aber ich denke auch, wir sollten auf jeden Fall wieder aufbrechen. Verstehe auch nicht, Drei warum Sie nicht mit uns reisen wollen. Pisten. Sind wir der Lockvogel? Oder Möglich. transportieren wir und die Bannstrahler gefährliche Artefakte? Sie haben Oder jedenfalls keiner gesagt, transportiert etwas. wenn wir nicht bald weiterfahren würden, müssten sie sich in die Wälder schlagen. Das ist nicht gut. Vermutlich sind entweder sie oder wir die Ablenkung. Keiner von uns weiß genau, wer es ist. Oder keiner ist Also. die Ablenkung. Ja, oder keiner ist die Und das Ablenkung. entsprechende Objekt verbleibt dort. Wen sollen wir denn ablenken? Aber Mendarion, ihr meintet, ihr fühlt euch unwohl in Gegenwart der Kiste? Ich fühle mich unwohl, seit wir fort sind. Dann sollten wir uns weiter auf den Weg machen. Ich glaube, wir sind die richtige Kiste. Oder eine richtige Die Kiste. Torwartin setzt ihren Mädchenloch ab. Was meint ihr, die Kisten sind entweder jetzt leer oder. Wenn Also, ich verstehe Mendarion das jetzt sagt, gerade dass er nicht. sich unwohl fühlt, wird in unserer Sicher irgendetwas Gefährliches drin sein. Also ich finde, wir sollten so schnell wie möglich weiter. Wir sollten auf jeden Fall weit. Ich denke, dass sie nicht da sind, um uns umzuhauen und was auch immer in der Kiste ist, mitzunehmen. Ich denke, dass einer der beiden Kisten ein. Naja, ein Duplikat ist. Vielleicht auch beide. Und das eigentliche Objekt wird später oder gar nicht abgeholt. Habt ihr nicht gesagt, dass die euch nicht trauen, weil ihr wie habt ihr es genannt, ausseht? Als zerrissener Haufen? Das Ich würde wohl. sagen, es gleicht sich aus. Und die fahren dann bei Wehrheim nach Greifenfurt, ja? Was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, Sie würden sich Richtung Greifenfurt orientieren. Okay. Ja, dann lasst uns einfach weiterfahren. Ja, Schnell wie ich. möglich. Nun ja, ich meine nur, wenn ihr denkt, dass eine von den Kisten die echte Kiste ist und ihr denkt, dass ihr euch nicht trauen, dann werden die wohl die echte Kiste haben. Ich schaue mir mal diese Söldnerin an. Ist da gerade irgendwie ein Licht aufgegangen oder ist sie über diese Information, dass sie nach Greifenfurt fahren, glücklich? Gefällt ihr, dass sie das jetzt weiß? Ich würfel mal Menschenkenntnis. Ja, genau das. Torvald erzählt. Darf ich auch? Spezialisierung Torvaler. Naja, also wenn du sowas wie eine Kulturkunde hast, dann würde das helfen. Vorurteile helfen natürlich nicht so sehr, wenn du Vorurteile gegen Torvald hast. Ne, habe ich beides nicht. Du bist der Meinung, dass ihr ein Licht aufgegangen ist und dass sie nicht glücklich darüber ist, dass sie dass es jetzt eine zweite Kiste gibt, aber zumindest, dass sie jetzt so eine Information hat. Ja, also Wissen ist immer gut. Auch wenn sie es nicht unbedingt mit der Sinn hat. Oh, mein Darion klebt gerade schon wieder so nah wie möglich an ihr, als sie den Mädchen auch aufgemacht hat. Letzter Schluck. Gutes Zeug. Beiß Waffen, ja, das wohl. Ja. Leonidas yeah. wacht auf. Ich habe Alkohol gerochen. Und dann nimmt er einen sehr zögerlichen Schluck. Bemüht sich, das Mendarion seid Gesicht ihr nicht zu euch verziehen, wenn sicher? man das unter Menschen scheinbar so macht, und gibt den Schlauch dann zurück. Zechen. Was ist Ja. das denn für gutes Gebräu? Jetzt kommt Unfähigkeit Zechen, pass auf. Was habe ich die überhaupt? Ja, Zechen minus 2. Geil. Oh ja! Ja, das ist gar kein Honig. Du kriegst so einen leichten Duselwurm. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Kiste so bösartig ist, aber das ist kein Honig in ihrem Schlauch.
Versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Denn Menschen haben in der Vergangenheit aggressiv darauf reagiert, ihren Alkohol zu beleidigen. Ja, deine Nase wird ein bisschen rot und deine Wangen auch. Und dein ganzer Körper wird warm. Ja, ich knuddel die Söldnerin nochmal. Ja, fängst auch ein bisschen an zu schwitzen, das kennst du gar nicht. Normalerweise ist dein Körper immer auf der richtigen Temperatur, aber jetzt mit diesem Schweiß... Es ist ja nicht das erste Mal, dass Mandarion dicht ist. Wir erinnern uns an Tulin. Ja, wir sollten definitiv weiter. Ein paar Stunden später könnt ihr abbiegen, um das Mythraelsfeld und Werheim zu umgehen und schlagt euch hier wieder in Richtung Osten in die Wälder. Auch hier gibt es eine schlechte Straße, über die ihr mit der schweren Kutsche rumpelt und trefft dann an der großen Pionierbrücke der Werheimer Waldlöwen ein, die ihr schon so oft überquert habt. Sie reicht aber auf alle Fälle, damit ihr hier mit eurer schweren Kutsche und der schweren Kiste entlang könnt. Vorher allerdings werdet ihr angehalten, die Waldlöwen strecken die Hand aus. Halt, im Namen Leomars. Kein Schritt weiter. Was habt ihr da? Lieferung der Bandstrahler. Das kann ja jeder behaupten. Was ist das? Travigor. Die Zwölfen zum Gruße. Ich bin Ritter Travigor. Kannst du dir in die Haare schmieren? Was ist da drin? In der Kiste ist eine Ladung, die wir nicht wissen... Und die wir nicht preisgeben können, oder andersrum. Nun, damit wir den Zoll eintreiben können, müssen wir auch wissen, was in der Kiste ist. Aufmachen. Das ist nichts, was zu verzollen ist. Das muss nach Gareth. Ja, wir mir wurden, egal. Hier ist eine Zollbrücke. Von Herrn Hagen von Föhrensteg, Kommandant von Auralet, dazu aufgefordert, diese Truhe zu überbringen, ohne... Ja. Sie zu öffnen. Spuck ihm ins Gesicht, wenn du das nächste Mal siehst. Leomar hat gesagt, ich soll Zoll eintreiben und das tue ich auch. Was wäre der Zoll, wenn die Kiste mit purem Gold gefüllt wäre? Er kriegt so ein bisschen funkelnde Augen. Ey, mach das mal auf. Ich bediene mich dann schon. Das ist nicht gestattet. Wenn die Kiste voll Gold ist, er tritt mal so an die Kutsche heran und klopft mal so ein bisschen drauf. Wie viel Goldstücke wäre der Zoll? Scheiße, ich kann nicht rechnen. Also pro Bein bekomme ich auf alle Fälle ein halbes Silberling. Dann habt ihr hier eine Kutsche und ihr habt ein Pferd. Keine Ahnung, also, ich kann nicht rechnen. Ich würde mal sagen, also 20 Dukaten. Der Inhalt der Kiste nichts zur Sache? Doch, eigentlich schon. Aber wenn sie voll Gold ist? Sie ist aber nicht voll Gold. Ich nehme einfach mal an, dass sie voller Gold ist. Nun tut das aber... Lass die Finger von der Truhe. Gut, dann 20 Dukaten. Ja. 20 Dukaten, sagt ihr. Und wir können vielleicht zusammenlegen. Man guckt die anderen fragend an. Und dann, nun, sie ist zwar nicht voller Gold, aber dafür, um eure Bastion hier zu unterstützen, könnten wir das ruhig machen. Wir sind übrigens gute Bekannte von... Ne? Kasim tritt jetzt einfach vor und kippt dem Mann seinen ganzen Geldbeutel in die Hand. Da müssten wahrscheinlich so 20, 30 Dukaten drin sein. Ja, dann lächelt er dir mit so einem, er ist nicht ganz zahnlos, aber die sind auf alle Fälle schlecht geputzt und ziemlich gelb und wird dann eben auch den Geldbeutel zurückgeben, leer wie er ist. Ja, waren wahrscheinlich mehr, also so ungefähr 28 Dukaten und er behält alles. Warum gibt ihr dem Mann jetzt die Geldscheiben? Damit er nicht will, dass wir die Kiste aufmachen. Aber... Kasim, das werden wir über den Bandstrahl in Rechnung stellen. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte verstanden, wie ihr Menschen damit umgeht, verwirrt ihr mich wieder. Nimm mich nicht als Maßstab. Vielleicht sollten wir fragen, ob wir einen Beleg bekommen für die Bandstrahler. Ja, meinetwegen könnt ihr das auch absetzen. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Ausgaben habt, aber das klärt ihr am besten dann mit dem Typen, dem ihr ins Gesicht spuckt. Hab seinen Namen schon wieder vergessen. Viel Spaß in der Wäldermark. Travia mit euch. Kenne ich den zufällig? Habe ich dem zufällig Es ist halt immer der gleiche. Er hat auch dein Hund fies beleidigt. Also. Hat sich auch mal entblößt, oder? Er hat sich auch schon entblößt, es ist halt immer der gleiche. Er ist halt echt ekelhaft. Doch dein Hund, wo ist der? Da. Sitzt auf der Truhe. Ey, Mira, runter da. Entschuldigung.
Alles gut, ignoriert das, macht weiter. so konnte über die Holzbrücke übersetzen und seid in der Wildermark. Die Strecke, die Herr Boranfel rausgesucht hat, würde wie gesagt nach Barödenlich-Binsböckelsch gehen. Habt ihr bisher noch nicht angefahren, vor allem neu aus Werheim wolltet ihr bisher mal meiden, aber da soll es wohl laut den neuesten Gerüchten diese Kettenfähre geben, hofft ihr zumindest. Ja, und dementsprechend wird Herr Boranfel, so wie man es eben tut, die Straße meiden und dann abseits in den Acker, der immer noch so ein bisschen dorrig nach oben steht, fahren, nur auf der Südseite dann eben, sodass man in Neuestwerden vorbeikommt. So ruppelt ihr weiter. Guter Herr Boranfel, wie oft seid ihr diese Strecke schon gefahren? Diese Strecke noch nicht. Also auf dem Hinweg konnte ich natürlich ganz normal über Greifwurt kommen. Das war der letzte Auftrag und ich habe mir die Karte genommen, habe gesehen, Werheim wollen wir nicht. Aber laut den neuesten Gerüchten von dort gibt es hier wieder eine neue Kettenfähre. Haben wohl ein paar Helden den Baron befreit vor ein paar Wochen. Und seitdem geht es wieder bergauf mit der Baronie. Oh ja, das waren wir. Ah ja, stimmt. Ja, also von den strahlenden Helden, die sich gegen eine Übermacht gewehrt haben, ein Ghoul von... Travigo hat aufs Maul bekommen und versucht sich gerade drum herum zu reden. Aber du hast gut gekämpft, das muss ich dir lassen. Ich hab nicht besonders gut gekämpft in dem Kampf, aber nun, wir als Gemeinschaft, wir haben diesen Ghoul-Fürst besiegt. Die Torwallerin sieht wieder sehr interessiert aus. Ihr habt da so einen Ghoul besiegt, ja? Nun, es war, der hat sich der Ghoul genannt, es war eher eine Art Berserker, der keinen Schmerz verspürt hat. Das ist ein richtiger Helden, das wohl? Weiß Waffen hier? Bei Chor das wohl. Bei Chor. Sie so legt ganz, ein bisschen Kopf schief. Sie legt den Kopf so ein bisschen schief und schaut dich wieder interessiert an. Aber mit Swafnir habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Ein Freund von mir ist Swafnir weiter. So. Sagt mal, Alma, wo wir gerade dabei sind. Ich will euch natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber wie lange wart ihr auf Burg Auranet? Wart ihr schon während der Belagerung von den Torwalern auf Burg Auralet oder? Nee. Ist erst später gekommen. Bin später gekommen wegen dem Auftrag. Ah. Was wollt ihr andeuten? Ihr kennt nicht die Landsgenossen, die da angegriffen haben, oder zufällig? Das sind ja jetzt scheiße nochmal Vorurteile. Nur weil wir Torwaler sind, ja? Nein, so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber man läuft sich ja über den Weg und Torwall ist ja. Nun mal. Du verdammter Scheißkerl. Wofür mal Menschen gehen das? Warum beantwortest du nicht einfach die Frage? Kannst gerne Wünsche kennen, das hören. Travigo. Ja. Na, ich müsste ja wissen, was das für Leute waren, damit ich wisse, dass ich sie kenne. Ich kenne ja keinen Namen. Sie lügt. Wie heißen die Torwaler so? Ich weiß deren Name auch nicht, aber es ist doch schon ein wenig merkwürdig. Torwaler sind doch die besten Söldner, ja, die besten Kämpfer. Deswegen findet man sie überall im Land. Sogar in Alanfa. Ist das für unsere Mission jetzt relevant? Aber wirklich. Apropos Mission, wie sieht es eigentlich mit eurem Sold aus? Kriegt ihr dafür auch Geld? Ich glaube, das kam nicht zur Sprache. Ein reineres Aventurien ist mir Lohn genug. Oh, ich bin nur hier, weil ich euch nett finde. Kriegen wir jetzt wirklich kein Geld? Also. Kasim zuckt mit den Schultern. Was hast du denn bekommen, Leonidas? Honorare Beträge, würde ich sagen. Aber mehr dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich dachte, bei Ihnen sieht es genauso aus.
Und wir werden natürlich entlohnt, aber das muss man ja nicht unbedingt ansprechen. Wir werden dann wahrscheinlich das mal bei dem Travigor Hitchcock im Visinetempel ansprechen, aber... Schon wieder vergessen, den Sold auszuhandeln. Vergessen. Man kann dich auch nie mit den Auftraggebern alleine lassen. Ich bekomme das gleiche wie Leonidas. Wie viel ist denn das? Sag mal. Meinst du mich? Ja, heißt hier noch jemand Leonidas? Ich darf mich zu dem Betrag nicht äußern. Ernsthaft jetzt? Nein, aber wenn das Geld für unseren lieben Herrn Travigor zu schwer ist, ich würde das gerne nehmen. Also wenn Ardo so geknickt aussieht, kramt Mendarion von irgendwoher einen Golddukaten her und gibt ihm den hin. Hier. Vielen Dank. Hätte ich nicht zu schade. Ich nehme ihn. Seht ihr, Kasim? So gibt man Geld an Leute, dann freuen sie sich auch. Habt ihr ihn euch gerade gewünscht? Nein, den hatte ich in der Tasche. Während ihr auf der Feldstraße entlang rumpelt und euch dabei unterhaltet, könnt ihr sehen, wie eine Frau auf der Straße euch entgegenkommt. Und ihr könnt sie nicht unbedingt als erstes sehen, sondern vor allem als erstes hören, denn sie klonk mit einem großen Stecken gegen es war wohl mal ein eiserner Schild, allerdings rostig, mit noch so einem Greifen drauf, also irgendwie ein mittelreichisches Wappen, klopft sie auf den Schild mit ihrem Stecken und schreit dabei, während sie die Straße auf und abläuft. Ich nehme direkt meine Hand an Schwert und gucke. Der Weltuntergang ist nah. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Das Ende kommt. Bereitet eure Seelen vor. Aber gute Frau, hat dir niemand gesagt, dass Elfen nicht sterben? Wir werden wieder zu Licht. Auch du wirst verrecken. Klopft sie weiter gegen ihr Schild. Das Ende kommt! Aventurien geht unter! Für solche Heucherei haben wir keine Zeit. Lasst die Irre in Frieden und wir ziehen weiter. Wir haben einen Auftrag. Also wir sollten ihr zumindest etwas Verpflegung geben. Vielleicht beruhigt sie sich dann wieder. Sie scheint ein bisschen verwirrt zu sein, die Alte. Sie scheint sich aber sehr sicher zu sein. Sollten wir sie nicht fragen, wie sie auf die Idee kommt? Sie sieht doch nicht aus wie eine Soldatin. Sie hat halt das Schild irgendwo aufgeklaubt, den Stecken aus Holz dann wohl ebenso. Und ansonsten hat sie ein zerrissenes Kleid, also sehr schmutzig. Hat wohl schon seit längerem keine Stadt und Zivilisation mehr gesehen. Wir sollten einfach weitergehen. Diese Meinung teile ich auch. Die Frau ist ja, glaube ich, am Ende ihrer Existenz. Wir sollten weiterziehen. Wir haben einen Auftrag und mehrere Risiken müssen wir nicht eingehen. Na gut, wenn ihr das für richtig haltet. Gewiss. Ein Auftrag ist wie ein Seil. Wenn man zwischendrin immer andere Aktivitäten nachgeht, fasert es auf und ist am Ende nicht mehr tragfähig. Sag mal, waren Sie über den Zyklopeninseln oder wo kommen die Sprichwörter her mit Ihrem Philosophengeschwafel? Nein. Ich zitiere nur gerne meinen Großmeister. Dann zitiere. Und du bist doch schon ziemlich groß. Wie groß war denn dein Großmeister dann? Nicht viel größer als ich. Bist du dann also auch ein großer Meister? Nein. Ich bin ein Schüler. Nun gut, fahren wir weiter. Na, wir müssen uns sowieso bald unterziehen. Also Neujahrswärmen werden wir wohl vor Nachteinbruch nicht mehr erreichen. Ist jetzt hier wenig da, aber Hauptsache wir haben das Mythraelsfeld hinter uns. Müssen uns einfach hier an der Straße hinstellen. Ist das okay für euch oder habt ihr eine andere Idee? Sind wir in einem Wald? Fragezeichen. Nein, um euch herum nur verdorrtes Feld. Oder eine Straße. Ich weiß nicht, hier kann es gefährlich sein. Naja, offenes Feld ist mir lieber als geschlossene Wälder. Ihr braucht doch Ruhe, nicht wahr? In der Tat. Aber so offenem Feld werden wir auch leicht gesehen. Wenn wir eine Alternative haben, würde ich das vorziehen. Naja, wir könnten ja uns abwechseln. Eine wacht, die anderen schlafen. Ich meine, im offenen Feld sehen wir die anderen auch zuerst. Es werden niemals Wachen allein gehalten. Dann zwei, Entschuldigung. Was hier unterwegs ist, das hast du Glück, wenn du es zuerst siehst, aber das sind ja nicht nur Menschen, sondern auch Monster und Dämonen.
In den Wäldern sollen wohl kalte Rariks umher spuken. Dann hole ich mir den Schild von der alten Frau da und trommel auch rum, wenn es was zu sehen gibt. Weißt du nicht, dass es zu weit ist, erst noch bis zu ihr hinzulaufen? Sie könnte dann wechseln. Hat einer ein Schild von euch dabei? Wie bitte? Alles gut. Ein Schild, ja. Ja, dann gib mir das. Ich halte Wache und ihr könnt euch ausruhen. Ich trommel, falls es was zu sehen gibt. Ihr dürft gerne mein Schildträger sein, wenn ihr das wollt. Wenn es etwas zu sehen gibt, dann weckt ihr uns am besten, indem ihr uns rüttelt. Und nicht, indem ihr einen riesen Kram-Tam-Tam macht. Aber euch alle einzeln zu rütteln, würde auch etwas dauern. Ja, aber es bringt uns einen Vorteil. Wenn sie nicht wissen, dass wir Bescheid wissen. Weshalb bei einer solch wichtigen Ware auch nicht nur einer wach bleibt. Wir halten Doppelwachen, versteht sich. Okay. Ein sehr dankbarer Blick wird zu Ronga geworfen. Und Travigo, wie war das nochmal mit dem Schild halten? Ich könnte das gerne machen, aber das hat auch seinen Preis. Oh. Nun, natürlich, ich bezahle euch mit meinen Kenntnissen als gestandener Recke. Dann tragen Sie Ihr Schild besser alleine. Für sowas habe ich nicht mehr Zeit. Na gut. Leonidas steigt vom Wagen runter und bereitet sich für die Wache vor. Und ich denke nicht, dass wir ein Lagerfeuer entzünden. Nein, das sollten wir nicht. Besser nicht, nein. Es ist ja warm genug und wir tragen das Feuertravia ist ja alle in uns. Alma, spürst du ein bisschen Ronga an die Seite? Meinst du sicher, dass wir ihm vertrauen können? Dieser Leonidas, er sieht ein bisschen zwielichtig aus. Das wohl, weiß Wafnir. Ja. Steckt dir das sonst wohin? Ey Mann, der will Geld von einem Dravia-Geweihten haben. Das machen wir nicht mal im Torwall. Ihr mit euren geweihten Kram. Dravigor ist kein Dravia-Geweihter. Er ist Ritter. Das ist richtig, ich bin Ordenskrieger. Die Verwechslung, die geschieht mir oft, aber nun, ich wurde noch nicht in den Geweihtenstand gerufen. Ja, dann hol das mal nach bei Swafnir. Ich bewerbe mich regelmäßig. Du wirst immer abgelehnt? Mann, was eine Wurst. Und die nehmen da nicht jeden Herkömmlichen und nun, ich bin sehr Travia-gefällig, aber dennoch fehlen mir wohl ein paar Tugenden oder sind noch nicht so ausgereift, wie sie es haben wollen. Würde das mehr Geld geben, wenn sie einer wären? Hoffe ich ein bisschen hoch zu Trivogor. Travigor. Mehr Geld wahrscheinlich nicht, aber nun, was gibt es was nützt als ihnen das dann? Geweihter zu sein. Was bringt ihnen das? Göttermutter. Sagen Sie mal, wenn es kein Geld gibt, was bringt Ihnen das? Kriegen Sie ein Haus? Nun, Ruhm und Ehre. Ihr seht doch, wie die Leute mich anschauen, wenn ich an ihnen vorbeiziehe. Ja? Mit Ruhm und Ehre kann man sich auch nichts kaufen. Währenddessen wird Herr Bo Ranfell sich ein Pfeifchen anstecken und Ardo und Kasim davon erzählen, wie er sich für das Donnersturmrennen beworben hat, das in ein paar Jahren startet. Ardo wird da kurz gestört. Ronga legt ihn eine Hand auf die Schulter. Ich will mich hier einmal um die Umgebung umsehen. Kommst du mit? Gerne. Kasim nickt, ich auch. Und gehen wir alle? Na, es sollten genug Leute da bleiben. Warum machst du das nicht, Mandarion, mit allen anderen? Na gut, dann bleibe ich mit den anderen hier. Mandarion setzt sich dann auf den Wagen oben drauf und spielt dann ein Lied. Was für eins? Ich weiß es nicht. Mandarion, du bekommst einen Schadenspunkt. Aua. Ich sehe mein Yama sehr besorgt an. Ich werde dann nach einer Weile Vorsicht. Ich habe noch nie von einem Getonge Schaden gefasst. Ich habe schon welche gesehen, aber glaube ich noch nie von welchem Schaden bekommen. Wie gesagt, schaut sein Yama sehr besorgt an. Schaut sich dann ein wenig in der Umgebung um. Geht dann vorsichtig weiter und schaut, ob er noch einen bekommt. Und wenn nicht, dann, ist dies wohl nur ein Zufall. Dann rückt er von der Kiste weg, setzt sich irgendwo anders auf den Boden vielleicht, geht dann weiter. Ja.
Die anderen können sich umsehen und natürlich in einiger Entfernung die Pionierbrücke, die immer noch erleuchtet ist. Ihr denkt nochmal zurück, könnt auch sehen, den ekelhaften Pionier, den Zöllner erkennen, der dort immer noch feixend steht und wo das Ende seiner Wache abwartet. Trotzdem trinkt er schon viel Bier. Und auf der anderen Seite Neuost-Wehrheim, auch nur wenige Meilen von euch entfernt, ebenso still wie euer eigenes Lager. Während wir da abseits des Lagers sind, um uns in der Umgebung ein wenig umzuschauen. Ich vertraue dieser Torwallerin nicht, dieser Söldnerin. Irgendwas ist an ihr verkehrt. Sie versucht, uns aufzuwiegeln. Hat nur negative Worte für Leonidas. Und als sie davon hörte, dass es zwei Truhen gibt, war sie doch etwas neugieriger, als es eine Söldnerin dabei sein sollte. Ich weiß, was du meinst. Das heißt, was heißt das? Schaffen wir sie aus dem Weg? Nein, wir sollten sie im Auge behalten. Aber nur, dass wir ihre Kommentare, dass wir genau wissen, was sie bezwecken möchte, wenn sie mit uns redet. Nein, ich glaube, das sollten wir nicht tun. Wenn sie könnte gefährlich sein. Ich meine, das wird kein Zufall sein, dass Torvala einen Tag davor überfallen haben und wir jetzt so eine mit uns führen. Ja, das kann durchaus ein Zufall sein. Hier laufen ständig Torvala rum, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, dass sie uns versucht, gegeneinander aufzuwiegeln, das finde ich viel schwerwiegender. Wir sollten uns sie packen und schauen, was wir aus ihr rausbekommen. Ronga, immer mit der Ruhe. Aber wenn wir angegriffen werden, sorgen wir dafür, dass sie in erster Reihe steht. Wenn wir angegriffen werden, will ich sie nicht an meiner Seite haben. Ganz genau, in erster Reihe. In der Tat. Es könnte ein Unfall passieren. Sag mal, seit wann töten wir jeden, der uns suspekt vorkommt? Ich habe auch nicht davon gesprochen, sie zu töten, Ado. Wir packen uns sie und sprechen mit ihr. Dann müssen Vielleicht wir Leonidas genauso packen. Also, das ist kein Argument. Oder den Kutscher. Der hat ein paar dumme Kommentare gebracht, aber das war's auch schon. Leonidas hat mir aber keinen Grund zum Anlass gegeben, ihm zu misstrauen. Er ist einfach nur geldgeil. So wie die meisten Söldner. Ey, das nehme ich nicht ganz so persönlich, aber ja. Wobei die meisten schließt euch nicht ein. Dieser Torwallerin mehr das gefällt, was sie hier über uns herausfindet, wieder über diesen Zug.